Die Aufgabe des Torwarts ist natürlich wahnsinnig schwer im Spielaufbau, gerade wenn der Gegner ein Pressing spielt. Hier nochmal eine weitere Lösung für ihn. Das heißt, wir haben das Spiel wieder eröffnet, wir bekommen den Ball, sind leicht in eine offene Stellung gegangen, um einen peripheren Blick zu haben. Auch der Stürmer setzt mich jetzt im vollen Tempo unter Druck. Dann kann ich als Torwart auch mal, und dazu ermutige ich auch meinen Torwart, wenn er das Gefühl hat, den Pass hier anzutäuschen, um dann hier mit einer Schussfinte sich hier rauszulösen. Am besten machen wir es vielleicht so, mit einer Schussfinte, das heißt den Ball hinterm Fuß durchzuziehen und dann den Ball eben hier auf diesen dritten eben rüber zu lösen. Dann kommen wir auch wieder in die Überzahl hinein und müssen hier wieder nachschieben. Stürmer wird ihn verfolgen, sodass wir im Zentrum wieder kompakt stehen. Das heißt, der Torwart muss am allermeisten leisten. Deswegen habe ich bei meinen Hallenturnieren, wenn ich sehr viele Hallenturniere auch ausgemacht habe, häufig auch meinen Torwart einfach mal im Feld spielen lassen, weil wir hier einfach auch Elemente des Spielaufbaus haben, die für den Innenverteidiger wichtig sind, die für den Sechser wichtig sind, einfach auch mal diese Drucksituationen zu erleben und diese Jungs wirklich dazu ermutigen, es eben spielerisch zu lösen und nicht die Bälle immer auf Zwang wegzuhauen, sondern ihnen Lösungsmöglichkeiten anbieten, ihnen auch mal sagen, hey, man muss im Leben auch manchmal frech sein, um zu gewinnen. Ja, also hier immer positive Einstellung meinem Torwart gegenüber und ganz viel dieses 4+1 auch mit den Kindern spielerisch üben. Das heißt im Spiel 4 gegen 4 spielen und dann von außen die Spieleröffnung immer wieder kommentieren, ihnen immer wieder Lösungsmöglichkeiten zeigen. Das heißt kurz unterbrechen, nicht zu lang, weil die Jungs auch wirklich spielen wollen. Aber ich kann von außen das Spiel einfach sehr gut steuern, um die wichtigen Elemente in dieses Spiel hineinzubringen und eben Lösungen für den Spielaufbau eben dann anzubieten.